Bim, bim, bim. So, dann eröffne ich hiermit die erste offizielle Sitzung der anonymen Trekkoholiker. Hallo, mein Name ist Markus und ich bin verrückt nach Daten. War noch keiner von euch auf so einer Veranstaltung? Hallo, mein Name ist Markus. Hallo, Markus. Also, funktioniert doch, Mensch. Ja, ich brauche mal den Klicker. Also, es geht um das, im weitesten Sinne um Server-Side-Tagging, überhaupt um Server-Side-Tracking, Server-Side-Tagging. Und obwohl ich so ein technischer Mensch bin, habe ich mir vorgenommen, wir reden heute viel mehr über das Warum und viel, viel weniger über das Wie. Das heißt, wer sich gedacht hat, wir machen jetzt hier eine Live-Demo mit ganz viel Server-Side-Tagging, den muss ich jetzt schon enttäuschen. Aber wir haben ein oder zwei Ressourcen, wo man sich das auch angucken kann. Nur hier so, ich bin froh, dass wir überhaupt irgendwas haben, was ich zeigen kann. Es ist nicht mein Rechner. Geliehene Hardware, insofern wollen wir jetzt hier das Ganze nicht überstrapazieren und versuchen, irgendwas live zu machen. Das geht wahrscheinlich in die Hose. Aber wir fangen jetzt, wie gesagt, mit dem Warum an, weil das ist eigentlich auch ein wichtiges Thema. Also woher kommt überhaupt dieses ganze gesteigerte Interesse an Server-Side-Tagging, Tracking, was auch immer in letzter Zeit? Und dann gibt es meines Erachtens vier Dinge. Jeder kennt die, aber man muss sich die in Kombination vielleicht einfach nochmal bewusst machen, um zu sehen, wie groß das Problem heutzutage eigentlich ist. Und das erste ist natürlich das Thema Consent. Also ich habe Leute zu fragen, bevor ich tracke und oder Cookies setze. Wir können uns jetzt darüber streiten, wonach wir eigentlich fragen. Da hat auch jeder seine eigene Meinung. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ein gewisser Anteil der Besucher unserer Website sagt, nee, möchte ich nicht. Dann ist die Frage, was will ich dann machen? Die schlechteste Antwort ist wahrscheinlich, wir machen gar nichts. Also irgendwas will man ja vielleicht doch tun. Ne? Vielleicht möchte ich ja DSGVO-konform, befreit von irgendwelchen personenidentifizierbaren Informationen, trotzdem noch irgendetwas irgendwo hinsenden, vermessen, in eine Datenbank schreiben, nach Matomo schicken, was weiß ich. Es gibt ja immer irgendwelche Optionen. Also nicht tracken ist immer scheiße. Das heißt also, Consent schafft irgendwie so ein bisschen Bedarf für ein Ersatztracking, für ein vollständiges Tracking, für ein Zweitracking, wie auch immer. Dann haben wir das altgediente Problem der Identität. Nicht jeder akzeptiert Cookies heutzutage. Und selbst wenn, dann leben die nicht lange teilweise. Je nach Browser, ein Tag, sieben Tage, schwupp, sind die armen Dinger tot. Die haben kein leichtes Leben mehr. Und ITP und ETP und diese ganze Geschichte ist ein Riesenproblem. Habe ich schon oft genug was darüber erzählt. Müssen wir jetzt hier im Detail, glaube ich, nicht machen. Aber ich glaube, euch allen ist bewusst, der Keks krümelt, wie man so schön sagt, ne? Und Third-Party-Cookies sind sowieso angezählt. Das ist ein Spannungsfeld. Dazu kommt dann das Thema Overload im Client. Ne? Das und das hat das noch schlimmer gemacht. Was heißt für mich Overload im Client? Overload im Client heißt, dass die typische Website heute einen Tracking-Code hat für Google Analytics, Universal Analytics, weil das da drin war. Dann hat irgendwer gesagt, wir müssen es ja mal GA4 machen. Also kommt da noch ein weiterer Tracking-Code rein. Natürlich machen wir Facebook-Ads. Haha. Also brauchen wir den Facebook-Tracking-Code. Und dann haben wir noch Pinterest, weiß der Geier. Und dieser ganze Kram macht immer das Gleiche. Da geschieht ein Seitenaufruf, da geschieht ein Event. Und die alle machen sich unheimlich viel JavaScript-Mühe, das Ganze irgendwie in ein bestimmtes Format zu bringen und dann an irgendwelche Heimatsender zu senden. Ne? Facebook kriegt die gleiche Information wie Google, Google das zweimal, Google Ads dann auch nochmal und so. Alles unterschiedliche Tracking-Codes im schlimmsten Fall. Das ist scheiße. Ja? Und jetzt kommen diese ganzen SEO-Idioten und sagen, wir müssen das schneller machen, sonst Google schießt uns da aus dem Ranking raus, Core Web Vitals, bla bla bla, jammer, jammer. Und das ist natürlich ein Spannungsfeld. Ne? Wir müssen irgendwie versuchen, diesen Overload im Client zu reduzieren, wollen aber nicht einfach das Tracking ausbauen. Und nicht zuletzt, und das ist mein Lieblingspunkt, halt dieser Punkt, wo die Schere aufgeht zwischen Consent und Browser. Da mache ich mir Riesenmühe, bescheiß den Besucher, wie es geht, damit er ja auf alle akzeptieren klickt. Und dann habe ich halt eine gewisse Consent-Rate, feiere mich für 70% Zustimmungsrate und trotzdem viel mehr einen riesen Arsch an Daten, weil der Browser halt sagt, ja, es kann ja sein, dass der Benutzer gesagt hat, track mich ruhig, aber ich sage, das wird nicht stattfinden. Und das ist natürlich immer ein Riesenproblem. Und das ist immer mehr geworden. Der Joachim hat heute in seinem Vortrag da schon ein bisschen was erzählt. Ich wollte mal zeigen, wie schwierig das wirklich geworden ist. Also ich muss ja das Tracking-Skript laden können. Das ist mal Punkt 1. Dann muss dieses arme Tracking-Skript auch auf alle Informationen zugreifen können, was es so braucht. Ne? Da hat es teilweise auch schwer. Dann wird der Referrer irgendwie dem JavaScript vorenthalten oder sonstige Geschichten. So, wenn ich es lade, haben wir die Identität, da habe ich eben schon drauf rumgeritten. Es kann also sein, dass es echt schwierig ist, zwischen zwei Seiten aufrufen, wiederzuerkennen, dass es wirklich der gleiche gewesen ist. Und dann muss dieser arme Tracking-Hit ja auch noch raus.
der will ja irgendwo hin. Meistens zu Google Analytics Servern oder Facebook Servern oder sonst irgendwas. Und in der Realität sieht das so aus, dass zum Beispiel der Firefox in der neuen Version, wenn da jetzt ein Incognito-Fenster aufgeht oder wenn man einen erweiterten Advanced Tracking Protection Schnickeldi-Schnack angemacht hat, dann geht er halt hin und sagt, ich packe einfach eine funktionslosen, also Shim nennt sich das im Programmiertechnischen, der geht einfach hin und tauscht die GA-Funktion aus. Ne? Oder die GTAC-Funktion oder sonst was. Also die Funktionen, die wir benutzen, um irgendwelche Tracking-Dinger aufzurufen, FBQ, wer das kennt, ne? So beim Facebook-Tracking, es gibt immer Funktionen, die braucht man zum Tracking. Und die gehen einfach hin und sagen, ey, wir nehmen einfach eine Funktion, die kann man aufrufen, wunderbar, es gibt keine Fehler. Die macht halt nur nichts. Und dann geht nichts raus. Oder es gibt halt hier uBlock Origin, ne, den großen Blocker vor der Sonne, der blockt uns alles Mögliche weg. Was hat er hier geblockt? Hier hat er unsere Consent-Management-Plattform geblockt. Das heißt, User-Centrics wird gar nicht erst geladen. Das ist super, weil die Leute nicht genervt werden mit dem, darf ich tracken oder nicht. Das Ding, was fragt nach, darf ich tracken oder nicht, wird schon nicht geladen. Da muss man uns keine Gedanken machen, ob Tracking stattfindet oder nicht. Höchstwahrscheinlich nein. Ja. Brave ist ein Browser, der ist gemacht für Tracking-Schutz. Besuch mal die Campix, da hast du schon jede Menge aufgeräumt im Internet. Ne? Die Hälfte wird nicht geladen. Und alles, was von googletechmanager.com kommt, ist sowieso schon mal unter Generalverdacht. Und das ist so das Problem, wenn man als Tracking-Skript heute im Browser wirklich arbeiten möchte. Da muss man erstmal reinkommen und dann muss man seine Arbeit machen dürfen. Cookies, oft genug gesagt, Cookies werden nicht mehr alt. Das ist als Beispiel mal Zugriff auf irgendwelchen Storage, das kann Local Storage, Session Storage, Cookies, irgendwas gewesen sein im Edge. Also auch Edge macht ordentliche Tracking Prevention, sieht man hier im Log, ne? Wie fleißig die sind. Da reden die auch immer gerne drüber, wenn man mal in so eine Konsole reinguckt, was die alles blockiert haben. Und wenn wir jetzt sagen, ja gut, dann brauchen wir keine Cookies, mach mal Fingerprinting. Ne? Nehmen wir uns den User Agent, nehmen wir uns die IP-Adresse, nehmen wir uns die Browsersprache, nehmen wir uns auch irgendeinen Zauber aus dem Client und versuchen daraus einen möglichst eindeutigen Fingerprint zu machen, der halt beim nächsten Seitenaufruf wieder genauso generiert werden kann. Schon können wir jemanden wiedererkennen. Auch das ist nicht einfacher geworden heutzutage, wo alle Leute über irgendwelche VPNs unterwegs sind. Hier dieses Private Relay vom iCloud Plus hier vom neuen iOS wird auch so ein Ding sein, wo ich einfach über eine IP-Adresse aus meiner Nähe zwar surfen kann, damit mir nichts irgendwelche Geo-Sperren oder sowas das Leben schwer machen, aber es ist halt nicht mehr meine IP-Adresse und es ist vor allen Dingen eine, die ich mit vielen Leuten teile. Der User Agent wird eingefroren in Chrome irgendwann. Andere Browser wie Brave, die nehmen irgendeinen User Agent von jemand anders oder nehmen bei jedem Seitenaufruf, schicken die einfach einen anderen User Agent. Einfach nur, um uns Tracking-Dienste zu verwirren. Ist frech, passiert aber. So, das heißt also, Fingerprinting ist auch nicht mehr einfach. Und last but not least, wenn so ein Tracking-Hit es geschafft hat in den Browser, und das Skript hat geschafft, den Tracking-Hit zusammenzusetzen. Und jetzt ist dieser arme Tracking-Hit und will raus zu seinem Heimatserver googleanalytics.com. Dann sagt der Browser auch oft alt genug, du kommst hier nicht raus. Ja? Das heißt also, alles hat funktioniert, trotzdem kriegt halt der Tracking-Dienst keinerlei Daten. So, das ist unsere Realität. Das ist unsere Realität auch dann, wenn zugestimmt wurde. Und genau deswegen gibt es halt so ein Rieseninteresse am Thema, wir müssen was ändern, wir müssen da irgendwie raus aus der Falle. First-Party-Tracking und First-Party-Tracking klingt immer so komplex, aber First-Party heißt eben tatsächlich als allererstes Mal, ich brauche einen eigenen Endpunkt. Alles, was an Tracking-Hits gesendet werden soll, muss irgendwie zu mir. Auf meinen Server, auf einem Server in meinem First-Party-Kontext, das kann ja irgendwie Tracking-Server sein, der da tracking.meinedomain.com oder sowas heißt. Aber ich kann nicht mehr einfach alles an Google Analytics oder sonst wohin senden und erwarten, dass es ankommt. Das ist eigentlich die Message. Und wenn ich einen eigenen Endpunkt habe, dann habe ich eben auch Kontrolle über die Identität. Dann kann ich ja meine eigenen Cookies setzen. Die kann ich auch so setzen, dass nur ich die lesen kann. Da ist viel Datenschutz drin, was ich da einbauen kann, wenn ich einen eigenen Endpunkt nutze. Und vielleicht kann ich auch eine eigene Datensammlung verwenden. Gucken wir gleich nochmal drauf. Um uns eventuell auch sowas wie, also ich will jetzt nicht sagen, wir können uns Tracking-Blockern entziehen. Das will ich deswegen nicht sagen, weil ich so ein bisschen auf dem Standpunkt stehe, dass das, wenn jemand bewusst einen Tracking-Blocker installiert und aktiviert hat, sowas wie uBlock Origin oder so, dann ist das so ein bisschen ein Statement. Nämlich so ein Statement wie, ich will eigentlich nicht getrackt werden. Das muss ich oder kann ich zumindest auch einfach mal akzeptieren. Aber es gibt eben diese Tracking-Schutzmechanismen, die meines Erachtens einfach zu weit gehen. Weil wenn wir First-Party-Daten sammeln wollen und wollen die auch irgendwie im First-Party-Kontext auswerten, dann kann es ja nicht sein, dass irgendein Browser es besser weiß als der Besucher und der Betreiber. Ja? So, und wenn ich sage, wir machen das hier alles irgendwie datenschutzkonform,
oder wir sammeln sowieso nur ein Minimum und wir nehmen alle Parameter weg und weiß der Geier, dann muss das einfach gehen. Und damit das geht, ist allzu oft auch eine Data Collection erforderlich, die eben nicht von allen möglichen Standardmechanismen blockiert werden kann, weil es eben das Standard-Tracking-Skript von Dienst A, B oder C ist. Ne? Joachims Ansatz ist, ich lade überhaupt nichts, ne? Ich lade überhaupt keine Tracking-Skripte, aber dann kriege ich eben relativ viel nicht mit. Alles, was so im Browser passiert, Events, Schnick, Schnack, Schnuck, das fehlt mir. Ich kann Reichweitenmessungen machen, sie, aber ich sehe nicht wirklich Besucherverhalten. Deswegen eventuell auch eine eigene Datensammlung. Ich kann damit auch sowas wie 1:N oder End-to-End-Tracking aufbauen. Das heißt, ich habe nur noch diesen einen eingehenden Datenstrom, muss nicht mehr 15 verschiedene Sachen laden, die alle das Gleiche machen, sondern ich sammle es einmal, sende es einmal an meinen eigenen Server und da kann ich dann entscheiden, wer diese Informationen in welchem Umfang bekommen soll. Da kommt immer noch das Thema Server-Side-Tagging ins Spiel und ich kann, wie schon gesagt, eben diesen ganzen Kram im Browser reduzieren. Nächster Punkt ist halt, und das ist ein wichtiger Punkt, ich entkopple den Browser meines Besuchers von den Tracking-Diensten. Weil vieles, auch sowas wie das Anonymisieren der IP-Adresse zum Beispiel, wenn ich Daten an Google Analytics sende, heißt ja nicht, dass nicht trotzdem eine direkte Verbindung zwischen dem Browser und dem Tracking-Dienst besteht. Und da ist nun mal die vollständige IP-Adresse im Spiel. So funktioniert dieses scheiß Internet halt. Ja? So. Und wenn ich nicht möchte, dass irgendjemand vollständige IP-Adressen oder sonstige Daten bekommt, direkt vom Browser an den Tracking-Dienst, dann muss ich mich halt dazwischen setzen. Das genau mache ich, wenn ich einen eigenen Tracking-Endpunkt dazwischen setze. Ich kann das Ganze wirklich entkoppeln und kann Kontrolle übernehmen und ich bin flexibel und ich kann auch all diesen Scheiß, den man sonst irgendwie so kurz bevor Daten in Google Analytics kommen, mache ich noch einen Filter. Oder ich korrigiere irgendwelche Sachen oder ich mache diesen Groß- und Kleinschreibungsschnickschnack und alle diese typischen Standardfilter, die ihr vielleicht kennt aus Google Analytics, kann ich natürlich alles schon selber am Server erledigen und saubere Daten raussenden. Statt schmutzige Daten irgendwo hinsenden und die schnell noch irgendwie abwaschen lassen, bevor die in der Datenansicht liegen. Und weil ich ja schon ein paar Mal gesagt habe, Server-Side-Tracking ist nicht unbedingt Server-Side-Tagging, wollen wir vielleicht, ja wollen wir, auch da nochmal kurz drauf gucken, wo ist da überhaupt der Unterschied? Und mein Lieblingsbeispiel ist halt so der Bestellabschluss. Wenn jetzt jemand auf so einer typischen Bestellabschlussseite auf kostenpflichtig bestellen klickt, dann kriegt er eine Bestellabschlussseite und der Browser zeigt eine Seite an. Das ist das, was im Vordergrund passiert. Im Hintergrund sind natürlich Daten im Spiel. Ne? Es werden eine ganze Menge Informationen gesendet. Die werden hier natürlich empfangen und sind bekannt. Dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die kennt das System ganz einfach, nämlich die URL, die gerade aufgerufen wurde und sonst was. Und im Browser sehe ich immer noch kein Tracking. Jetzt kann ich aber hingehen und diesen ganzen Käse natürlich überall hinsenden. An Matomo, Analytics, Facebook, Google Ads oder sonst was. Das wäre reines Server-Side-Tracking. Und im Gegensatz dazu ist Server-Side-Tagging, sagen wir mal, im Normalfall irgendwo sichtbar. Ich habe halt immer noch einen Besucher, der eine Seite aufruft, der Webserver liefert eine Seite zurück, da steckt jetzt ein Google Tag Manager drin. Dann wird vom Google Tag Manager ein Container angefordert. Der Hardliner wird jetzt sagen, das kann auch da stattfinden. Ja, ich wollte es nicht komplexer machen. Lassen wir es einfach mal so. Ne? Also der Browser fordert also den GTM-Container an, da drin stecken die Tracking-Codes. Und wenn es jetzt ein normaler GTM-Container ist, dann geht das Tracking ja dann von da nach da. Und das Entkoppeln heißt ganz einfach nur, wir setzen uns mit unserem eigenen Tagging-Server dazwischen, da landen die Daten, die vom Tracking-Skript gesammelt werden und da entscheide ich, wann, in welchem Umfang und unter welchen Bedingungen die Daten überhaupt an Google Analytics gesendet werden. Also hier ist der Punkt, wo all die tollen Sachen passieren, die Kontrolle, das Entkoppeln und der ganze andere Käse. Und das passiert so, wenn da jetzt so ein Request reinkommt in so einen Tag-Manager, Server-Side-Container, Server, Tag Manager, Container, wie auch immer. Also ich nenne das Ding jetzt einfach immer SSGTM, wenn es euch recht ist. Ja? Mit SSGTM meine ich halt den Server-seitigen Google Tag Manager. Also wenn dieser SSGTM angesprochen wird, dann gibt es da drin zwei Seiten. Das eine ist die Seite, die Requests empfängt. Und das andere ist nachher die, wo irgendwas rausgeht, kann man sich denken. Und die Seite, die Requests empfängt, da gibt es halt jede Menge Dinge, die heißen Clients. Ja, tut mir leid, am Server gibt es etwas, das Client heißt. Ich habe mir das nicht ausgedacht, ich finde das ein bisschen blöd, aber es gibt Clients, die diese Request-Formate verstehen und mindestens einer sagt, hey, das ist ein eingehender Hit im Format Google Analytics 4, das ist ein Tracking-Hit, das kenne ich. Dann sagt der Client, pass mal auf, ich verarbeite das jetzt und mache daraus Events. Es wird also in ein Standard-Event-Modell übersetzt,
Wo im Prinzip jeder Request, wenn es irgendwas mit Web zu tun hat, ist wahrscheinlich irgendwo eine URL dabei. Die heißt bei dem einen URL, bei dem nächsten Location, bei dem dritten Page und so. Und dieses Event-Modell sorgt einfach dafür, dass die immer in der gleichen Stelle steht. Da gibt es dann also ein Event, Page-Location-Parameter im Event-Modell und da steht das Ding halt immer drin. Und durch diese Übersetzung in ein Standardmodell kann man dafür sorgen, dass egal welche Requests reinkommen, wenn die bestimmte Informationen mitbringen, dann kann ich dafür Trigger bauen und dann können diese Tags sagen, ey, die Informationen, die kenne ich, die war auch für mich, die kann ich verarbeiten und dann schicke ich sie halt raus an Analytics, Facebook, was weiß ich wohin. Meinetwegen auch direkt an meine First-Party-Datenbank, also ich kann Daten direkt an BigQuery senden, da muss ich kein Google Analytics 4 oder sowas dazwischen hängen. Und das ist das, was der SSGTM für mich tut. Ich habe einen eingehenden Datenstrom, das können natürlich noch andere sein, ich kann einen von einer App haben, ich kann einen von woanders her haben, wie auch immer. Also alles kommt in Form von HTTP-Requests rein in meinen Tag-Server und da werden die dann halt verarbeitet und können entsprechend weitergegeben werden. Und das ist das, was das Ding eigentlich macht, standardmäßig. Wenn ich mir jetzt so einen Server-Side Google Tag Manager installiere, dann ist der aus der Kiste erstmal sehr, sehr, sehr fokussiert auf das eigene Universum. Das heißt, ich habe da ganz viele Google-Tags drin. Ne? Ich kann also im Google Analytics 4 oder im Universal-Format kann ich Daten empfangen und verarbeiten. Ich kann Measurement-Protokoll und überhaupt, aber viel mehr kann ich sonst nicht. Wenn ich im Moment mehr will, muss ich eben gucken, dass es irgendeinen Hersteller gibt, der mir zum Beispiel irgendwie einen Client zur Verfügung stellt oder ich muss mir selber Clients bauen. Wer irgendwas davon verwendet zum Beispiel und mal was ausprobieren will, Matomo oder sonst was, der kann sich gerne bei mir melden. Ich habe von ganz vielen Dingen, habe ich so diese berühmten 80% gemacht. Ja? So, und wenn ihr das wirklich produktiv einsetzen wollt, müsst ihr halt gucken, dass ihr die anderen 20% da reinhaut. Das ist das, was dann normalerweise Zeit kostet. Die habe ich da nicht reingepackt. Das war aber alles so also Proof of Concept Gedöns. Aber das kann man eben, das ist im Moment eins der großen Probleme. Ne? Habt ihr ein eigenes Format, müsst ihr euch einen eigenen Client schreiben, sonst kann euer SSGTM die Daten einfach nicht verstehen. Das ist bei den Tags ein bisschen besser. Erstens ist vor kurzem dazugekommen das Google Ads Conversion Tracking. Ganz verrückte Geschichte. Ja? Das ist so Client-Server, Server-Client, Client-Vendor, ganz verrücktes Mix-Gedöns, aber es funktioniert eben jetzt mit dem Server-Side Google Tag Manager. Man kann es auch einfacher machen, aber andere Geschichte. Das ist aber auch wieder alles Google-Zeug. Wenn ihr was nicht Google-Zeugiges machen wollt, könnt ihr eigentlich nur beliebige HTTP-Anfragen senden. Also müsst ihr im Prinzip wissen, in welchem Format euer Datenempfänger Daten erwartet und dann könnt ihr die da vielleicht oder vielleicht auch nicht mit diesem Ding hinsenden. Das ist pretty much wenig. Aber auch da gibt es jede Menge andere Tag-Typen und die gute Nachricht ist, da gibt es auch inzwischen eine Community Gallery und da findet man auch inzwischen schon so ein paar Sachen. Zum Beispiel eben Facebook. Also wer heute den Druck verspürt, einen Server-Side-Tag-Manager einzusetzen, das ist gefühlt bei mir zu 50% einfach von den Facebook-Leuten getrieben. Wenn man fünfstellige Adspends hat bei Facebook und dann kommt immer der Facebook-Repräsentant und sagt, wir brauchen unbedingt die KPI, das läuft alles nicht. Wow! Ja? Und deswegen muss dann immer irgendwann Server-Side-Tracking eingebaut werden. Und da gibt es dann tatsächlich auch von Facebook für Facebook gibt es tatsächlich schon so einen Code, den man da einfach importieren und dann nutzen kann. Ob ich das gut finde oder nicht, könnt ihr mich fragen, wenn keine Kamera läuft. Jetzt käme normalerweise die Demo, aber ihr wisst alle, hier ist Campix. Deswegen gibt es keine Demo, aber ich habe ein paar Printscreens. Für alle, die das Ding einfach noch nicht gesehen haben, gehen wir jetzt mal durch die Printscreens durch. Das hier ist so eine Übersichtsseite vom Google Tag Manager, Server Container. Und der ist eigentlich genauso wie alle anderen auch. Ne? Wir haben da irgendwie Tags, wir haben Trigger, die können unter bestimmten Umständen eben Tags feuern oder auch nicht. Und der einzige auffällige Unterschied zum normalen Tag Manager ist hier der Punkt Clients. Wir haben halt Clients, die haben wir normalerweise nicht. Ansonsten ist es sehr, sehr ähnlich, auch wenn es was völlig anderes ist natürlich. Ne? Und es gibt auch noch ein paar andere subtilere Unterschiede. Aber im Großen und Ganzen hat man das Gefühl, ah, das kenne ich irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde, weil das führt oft zu Missverständnissen. Es passiert eben etwas völlig anderes. Ne? Also fallt nicht in diese Falle zu sagen, wir machen jetzt Server-Side Google Tag Manager. Das heißt, den Client-Side Google Tag Manager haben wir irgendwann abgeschafft und machen alles nur noch Server-Side. Bloß weil das Ding ähnlich aussieht. Es ist halt die andere Seite. Der Client-Side Google Tag Manager sammelt im Browser irgendwelche Daten und soll die irgendwo hinschicken. Das soll der nachher wahrscheinlich immer noch tun. Der Server-Side Google Tag Manager
verwaltet euren Endpunkt. Und bloß weil das User-Interface ähnlich aussieht, sind das ja zwei völlig unterschiedliche Aufgaben. Das eine ist Senden, das andere ist Empfangen. Ne? Also bitte nicht durcheinander bringen. So, wie sieht das aus, wenn ich den Server halt einrichte? Habe ich halt im einfachsten Fall irgendwelche Tags. Ich habe hier einen Matomo-Tag, einen PivicPro-Test-Tag. Also alles diese 80% Schnibbel, die Schnappdinger, die ich da gemacht habe, um einfach mal einen Hit, der reinkommt, an mehrere Tracking-Dienste zu senden. Und im clientseitigen Google Tag Manager habe ich im einfachsten Fall ja schon irgendwas. Da habe ich Universal Analytics oder Google Analytics 4 oder irgendwas schon eingebaut. Und was ich da eigentlich nur machen muss, ist den Tags zu sagen, wo die ihre Daten hinsenden sollen. Bisher schickt ja alles immer, geht ja gleich alles raus an Google Analytics und jetzt soll es an meinen Server gesendet werden. Also trage ich, das ist hier unauffällige Variante eines Tracking-Servers. Ich weiß nicht, ob man so ein Endpunkt-Tracking-Punkt irgendwas nennen muss. Ich habe mich jetzt für Data entschieden. Ihr könnt euren Endpunkt ja nennen, wie ihr wollt. Aber der wird dann da einfach eingetragen, das war's. Also in einem sauberen, clientseitigen, typischen Google Analytics-Setup im Tag Manager habt ihr so eine Google Analytics-Einstellungsvariable, auf die greifen im Idealfall alle Tags, Events, Page-Views und was ihr da so drin habt zu. Und dann habt ihr auch nur diese eine Stelle, wo ihr diese Transport-URL eintragen müsst. Und dann war es das. Bei GA4 ähnlich, da habt ihr das GA4 Configuration Tag. Da trägt man auch jetzt inzwischen eine URL ein, muss da kein Feld mehr sich merken. Ist alles was einfacher geworden inzwischen. Und dann geht der ganze Käse für dahin nicht mehr direkt an den Tracking-Dienst, sondern eben an euren Endpunkt. Und so sieht das dann auch. Hier haben wir einen ganz normalen Hit, einen ganz normalen Universal Analytics Page-View-Hit. Und der wird halt jetzt statt an Google Analytics an meinen Endpunkt gesendet. Wem das zu wenig ist, der kann das auch anders machen. Der kann auch sowas rausschicken, wenn er möchte. Das ist jetzt etwas, wo ich jetzt zum Beispiel sagen würde, solange das nicht jeder genauso macht und nicht jeder Endpunkt immer gleich heißt, wird es auch so einem uBlock Origin schwerfallen, das als Tracking zu identifizieren, das ist einfach zu blocken. Da steckt halt der gleiche Kram drin, den man sonst auch so braucht, allerdings ein bisschen anders. Das Tracking-Skript, was ich da brauche, das hat, ich habe es hier unten nochmal größer gemacht, fette 49 Zeilen, das ist weniger als ein K und damit kann ich eigentlich alles machen, was ich brauche, um so ein typisches Web-Tracking aufzubauen. Also wenn ich mir diese Nutzlast, die ich da oben hatte, mal auseinandernehme, dann sehe ich ja unten, was drin steht. Ich habe Dimensionen, ich habe Metriken, ich habe die Auflösung, ich habe die URL, ich habe all diese blöden Parameter, die normalerweise eingesammelt werden von so einem Tracking-Skript mit relativ wenig Aufwand und kann sie mir an meinen eigenen Server senden und da genauso auseinandernehmen wie jeden anderen Hit auch. Und kann daraus dann Google Analytics, Matomo oder wie noch immer mit Daten füttern. Ich habe auch einen Debugger. Das ist das Schöne. Also solange die Hits aus dem gleichen Browser kommen, kann ich da ganz gut debuggen. Kommen die Hits woanders her, kann ich das auch debuggen. Ist ein bisschen schwieriger. Aber ich habe einen Debugger. Wenn er nicht eingeschlafen ist, zeigt er mir auch gerade, was alles passiert. Und das kann also sein, dass jetzt hier so ein eingehender Request, hier oben sieht man, ist ein eingehender Request, da steckte offensichtlich ein Event drin. Das heißt, irgendein Client konnte aus diesem Request irgendwie einen Sinn finden und konnte sagen, hier ist, hat ein Event stattgefunden, hier ist das, was ich daraus gemacht habe. Und das kann ich genau debuggen. Ich kann also sehen, dass der eingehende Request, hier, das war ein Google Analytics 4 Request, im Consent-Mode eingesammelt offenbar, mit, das ist dieser GCS-Parameter hier. Und der hat da jetzt irgendwas draus gemacht. Und dann hat der Google Analytics 4 Client gesagt, hey, das kenne ich, das habe ich schon mal gesehen, da kann ich was draus machen. Dann hat er was draus gemacht und draus geworden ist ein Google Analytics 4 Request und noch ein anderer Google Analytics 4 Request und einer ging an Matomo Endpunkt und einer ging zu Pivic Pro. Das heißt also ein eingehender Request und vier verschiedene Systeme haben daraus dann Daten erhalten. Das ist Sinn und Zweck der Übung, wenn man mit dem Server-Side Google Tag Manager arbeitet, oft. Da gibt es eben auch dann nachher die Details, da kann man sich halt anschauen, aus diesem eingehenden Request ist durch diesen ganzen Kram dieser ausgehende Request von meinem Tracking-Server geworden und da werden dann einfach eins zu eins irgendwelche Parameter übersetzt. Ob es jetzt Pivic Pro ist oder Matomo, ist egal. Ne? So, der Joachim, der guckt gerade schon, kommen ihm alle bekannt vor, die Parameter, sieht bei Matomo halt genauso aus. Ja? Und so sieht das dann halt in Tag-Form aus. Ne? Also wir haben, wenn wir verschiedene Seitenaufrufe haben, dann haben wir ja auch jedes Mal verschiedene unterschiedliche Page-Views, das ist genau wie man es kennt aus dem Debugger und da sieht man halt ganz genau, welche Tags gefeuert haben, nämlich Google Analytics 4, Pivic Pro, das Matomo-Ding
Und welche nicht gefeuert haben und warum nicht, kann man auch sehen. Ne? Also man kann sich das, wie man es kennt, eigentlich aus dem Debugger so ein Ding anklicken und kann sehen, welche feuernden Trigger hat man da und welche Bedingungen waren erfüllt und welche nicht und warum hat das geklappt und warum hat das nicht geklappt. Man hat auch Variablen, also auch ähnlich wie beim normalen Tag Manager gibt es einen Variablen-Tab. Da kann man sich eine ganze Menge Kram eben anschauen, aber es ist eben nichts, was irgendwie im Client gesammelt wird. Ich kann mir den Data Layer nicht einfach anschauen, weil ich bin am Server und nicht im Client. Will ich mir den Data Layer anschauen, muss ich mir den schicken. Ja? Aber ich habe jede Menge andere Sachen. Ich habe diese ganzen Event-Daten, die mein Client draus gebaut hat. Ich habe auch alle Parameter, die in so einem Request drin gesteckt haben, da kann ich drauf zugreifen. Ich kann auf, ich weiß nicht was, Error Code, Out of Memory. Hat noch jemand Speicher dabei, dass es hier weitergeht? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Weiß jemand was? Ich wollte es nicht. Ich kann gar nichts mehr tun. Also wie gesagt, es sind Cookies hängen in so einem Request drin. Ihr könnt euch die ganzen Cookies angucken. Es stecken jede Menge Header drin. Gerade beim Server-Side Tag Manager habt ihr App-Engine-Header. Die sagen euch ganz viel zum Beispiel über den Standort des Besuchers und so. Das sind alles Daten, die man rein theoretisch eben auch fürs Tracking nutzen kann am serverseitigen Endpunkt. Das nächste, was ihr sehen werdet, ist eine Folie, auf dem wir dieses Event-Modell auch sehen können. Also wie man sehen kann, wie aus einem eingehenden Request dann eben in diesem Standard-Event-Modell ein Event gebaut wurde, wo dann sowas wie Page-Location steht und diese ganzen Informationen, die idealerweise standardmäßig aus jedem Hit gemacht werden. Und vielleicht sollten wir jetzt wieder ein Kabel anschließen, dann fangen wir ganz von vorne an. Und das ist der serverseitige Google Tag Manager in all seiner Schönheit. Wir klicken uns mal wieder ein bisschen vor, bis dahin. Ich danke dir. Das wird von selber größer. Oder lassen wir das so? Wir lassen es so. Ja, rückt alle was näher, dann passt das schon. Nee. Da waren wir ungefähr, würde ich sagen. Da ist das Eventmodell. Ne? So, und da sind die Daten, die dann eben empfangen wurden mit diesem Request. Und da steckt eben sowas drin, wie zum Beispiel über IP-Override, das heißt die IP meines Besuchers. Und da kann ich mir halt überlegen, bei jedem einzelnen Ding, was ich irgendwie befeuern will, wem sende ich das? Unter welchen Bedingungen sende ich das raus? Oder muss ich es kürzen, muss ich es weglassen, muss ich es austauschen, wie auch immer? Das ist der Punkt, wo ich eben diese viel zitierte Kontrolle übernehmen kann. Das ist so ein bisschen wie die Superkraft von Spider-Man. Damit kommt auch große Verantwortung. Ne? Ihr könnt euch auf den Server zurückziehen, ihr könnt da in irgendeinem Format könnt ihr Daten sammeln, das könnt ihr so unauffällig oder auffällig, wie ihr wollt, irgendwie gestalten. Die werden dann euren eigenen Endpunkt gesendet und ab da weiß halt kein Schwein mehr, was damit passiert. Das lässt sich von außen auch schwierig anmessen, bis gar nicht natürlich. Ob ihr damit jetzt nur Google Analytics bedient oder ob ihr diesen ganzen Kram inklusive User, Agent und ungekürzter IP-Adresse auch an Facebook sendet, so wie es die Facebook-Leute gerne haben, das sieht keiner. Ne? Das müsst ihr mit euch, mit eurem Risikomanagement, mit eurem Datenschutzbeauftragten, mit eurem Hausanwalt, mit eurer Kriegskasse und eurem Gewissen abmachen. Das ist eine unternehmerische Entscheidung. Ich kann die nicht für euch treffen. Ja? Ich kann das nur einbauen. Ich klinge jetzt wie die Waffenindustrie, ich weiß. Ne? Aber der Server-Side-Google Tag Manager oder serverseitiges Tracking ist wie eine Waffe. Und ob ihr jemanden damit tötet oder beschützt, ist eure Entscheidung. Ich kann die nur bauen. Ein paar Ressourcen für den Einstieg, das klingt jetzt so, als wären wir am Ende. Nein, sind wir noch nicht, keine Sorge. Oder sorry, weil ich ja vor eurem Mittagessen stehe, insofern. Vielleicht machen wir was schneller. Ich habe ein Webinar aufgezeichnet, wo es diesen ganzen technischen Kram, wo man das einfach mal sehen kann. Wir besuchen eine Seite, da kommt der eingehende Hit, hier ist was draus gemacht worden, hier geht's raus. Habe ich mal bei den Analytics Pioneers habe ich dann mal so eine Stunde so ein Webinar gemacht. Das durfte aber nicht aufgezeichnet werden. Also habe ich es einfach nochmal gemacht und das habe ich bei YouTube abgelegt. So, mit so einem Pseudopublikum, das könnt ihr euch angucken. Dieser Link und der ganze Schnickschnack hier findet ihr ab heute Abend, sobald ich hier genug WLAN gefunden habe, auf meinem Slideshare-Profil. Müsst ihr also nicht unbedingt
jetzt hier abschreiben. So, und da wird der ganze Käse, wie gesagt, erklärt. Dann gibt es natürlich, wie immer, als Top-Ressource zu jedem Thema Simo Ahava. Ja? Natürlich auch dazu. Also der hat in seinem Blog immer ganz viel zum Thema auch Server-Side-Tracking stehen. Der hat einen Kurs bei Simmer. Der kann ab Spätherbst, glaube ich, auch wieder gebucht werden. Der hat immer so Phasen, wo er Leute reinlässt, dann findet der statt und dann ist erstmal wieder geschlossen. Den kann ich euch super ans Herz legen. Selbst wenn ihr Top-Profis seid und Server-Side-Tagging von vorne bis hinten irgendwie versteht, macht den Kurs trotzdem, weil man bekommt Zugriff auf so eine geschlossene Community und das ist so ein bisschen wie Ask Simo für Lau. Wenn ihr Probleme habt, fragt ihr einfach in dieser Community und der Erste, der antwortet, ist immer Simo Ahava und die Antwort ist immer hilfreich. Also das ist ein Support-Kanal, den kann man eigentlich gar nicht bezahlen. Da kostet dieser scheiß Kurs 400 Euro oder sowas, den habt ihr nach 3 Tagen raus, das Geld. Ja? So, und Measure Slack und so weiter gibt es da sowieso. Ich meine, Simo ist sowieso ein sehr, sehr hilfreicher Mensch. Und ich rede auch gerne drüber und ich habe viel Spaß dran. Das heißt, wenn ihr da wirklich irgendwie einsteigen wollt oder wie eben schon angeboten, wenn ihr irgendwelche Clients, wenn ihr nicht bei Null anfangen wollt, könnt ihr von mir für viele Sachen, Amplitude, sonst irgendwas, könnt ihr Client-Code haben, müsst ihr nicht bei Null anfangen. So, damit ist das Problem gelöst, sollte man denken. Und an der Stelle entscheiden jetzt viele Leute, ja, das muss ich haben. Morgen muss ich das haben. Dann rufen die anderen, sage ich, ja, morgen kann ich nicht, aber nächste Woche. Und dann fangen wir an zu implementieren und dann sind so die ersten 2.000, 3.000 Euro weg und dann fällt einem plötzlich irgendwie auf, ah, wie, das soll jetzt regelmäßig Geld kosten? Ja, das soll jetzt regelmäßig Geld kosten. Und deswegen habe ich noch ein paar Infos zur Umsetzung hinten dran gehauen, die super hilfreich sind, glaube ich, erstens in der Planungsphase und zweitens bei der Entscheidung, ob das überhaupt das Richtige ist für euch. Erster Punkt ist, Google Cloud Plattform oder selbst gehostet. Der Server-Side Google Tag Manager wohnt per Standard, wenn ihr da auf diese Knöpfe klickt, auf der Google Cloud Plattform, was auch cool ist. Also nichts gegen die Google Cloud Plattform. Aber wenn ihr jetzt zufällig selber irgendetwas habt, wo ihr so einen Dockerized Container reinschieben könnt, ja, wenn ihr wisst, wie man Kubernetes ausspricht und so, dann könnt ihr das vielleicht auch selber hosten. Oder auf Cloud Run oder sonst was, sollten die Kosten normalerweise geringer sein als da. Oder sowas wie, wenn ihr mehr als, die haben irgendwo eine theoretische Grenze, wenn ihr mehr als niedrige dreistellige Anzahl hier bitte einfügen von App Engine Instanzen braucht, dann sagt irgendwie die Google Cloud Plattform irgendwann, da war ich nicht für gedacht, jedenfalls nicht im Zusammenhang mit dem Server-Side Google Tag Manager. Das heißt, ihr könnt einfach so viel Traffic haben, dass das keine Lösung ist für euch. Das kann tatsächlich passieren. Weiterhin hat dieses Ding nicht nur meines Erachtens nach einfach noch sehr, sehr, sehr viel Overhead für in der Regel vergleichbare Aufgaben. Man kann natürlich ganz viel tolles Zeug machen, aber im Großen und Ganzen kommt ein Request rein, man fummelt ein bisschen rum und schickt ein paar Requests raus. Das ist keine Raketenwissenschaft. Trotzdem kann der Server-Side Google Tag Manager auf der Google Cloud Plattform pro App Engine Instanz, die ihr damit $40 bezahlt, pro Sekunde 20 GA4 Hits oder 35 Universal Analytics Hits verarbeiten pro Sekunde. Wehe, es kommen 41 an oder 42, dann muss das Ding hochskalieren. Ja? Inzwischen skaliert es auch schon so hoch, dass ihr in der Zwischenzeit keine Verluste habt. Früher war es so, dass irgendwann die eine Instanz gemerkt hat, oh, ich kriege hier gerade zu viel Last, da muss man eine zweite Instanz hochfahren. Bis die da ist, ist einfach ganz viel Tracking gegen die Wand gelaufen. Da kamen ganz viele Hits, aber es war gerade niemand da, der es irgendwohin hätte weiterreichen können. Das wird jetzt gerade alles besser. Heißt aber auch, ihr braucht eine flexible App-Engine, ihr braucht mehrere Instanzen und wenn ihr sagt, wir skalieren das Ding hoch bis 6 oder so, dann müsst ihr halt diese 6x40 $ schon mal in die Hand nehmen, im schlimmsten Fall. Und das sind dann eben Kosten, die auf euch zukommen. Dann zuzüglich noch Network Egress und Schnick, Schnack, Schnuck. Ich sage jetzt mal, roundabout 100, 120 Euro ist so ein bisschen die untere Grenze. Es sei denn, ihr habt echt wenig Traffic, dann muss man sich aber fragen, warum braucht ihr das überhaupt? Warum macht ihr nicht einfach ein paar Zeilen PHP und macht das damit? Und nach oben hin gibt es ja theoretisch keine Grenze, aber so ein typisches Setup von einer Website, wo wirklich Musik ist und wo ordentlich was rausgeht und wo man eben nicht nur einen Tracking-Dienst hinten anbindet, sondern vielleicht 3, 4, 5, da sind so 300, 350 Euro sind jetzt keine unübliche Hausnummer. Das heißt, ich muss 350 Euro erwirtschaften, damit sich diese Scheiße überhaupt lohnt. Ja?
Natürlich mache ich das ja immer, um mehr Datenqualität zu haben. Ich habe eine höhere Datenqualität, ich habe eine höhere Quantität an Daten und so weiter. Ich habe vielleicht bessere, mehr Conversion-Daten. Das heißt aber, wenn ich mir nicht ausrechnen kann, dass das 300 Ocken im Monat wert ist, dann ist das wirtschaftlich nicht sinnvoll, das umzusetzen. Und das muss man sich als Kaufmann einfach im Vorfeld überlegen. Ja? Bloß zu sagen, ja, ich mache den neuen stylischen Scheiß mit und habe jetzt hier einen Server-Side-Tech-Manager und bin hier ganz vorne mit dabei. Das kannst du auch allen Leuten erzählen, ohne dass das der Fall ist. Ne? Das ist dann nur billiger. Also für dicke Hose lohnt sich das nicht. Ja? Beta ist Beta. Ich nehme teil an so einer geschlossenen Beta-Gruppe von Google. Da kommt jeden Tag was rein, da wird jeden Tag was repariert, da wird jeden Tag was diskutiert. Das Ding ist einfach noch nicht fertig. Und eventuell ist das Feature, was ihr unbedingt braucht, gibt es gerade nicht. Eins dieser Features kann sein, ich möchte mir mal gerne was speichern. Am Server-Side-Endpunkt gibt es keine Persistenz. Das heißt, alle Leute, die jetzt träumen von Hash-Tables und so weiter, nicht damit, müsst ihr euch was anderes überlegen. Die Unterstützung von Clients und Tags ist noch nicht sehr groß, ja, habe ich eben schon gezeigt. Ist aber egal. Ne? Ihr braucht einfach nur jemanden, der begeistert ist, der schreibt euch das alles. Das meine ich jetzt tatsächlich so. Also es gibt genug Ressourcen inzwischen von Leuten, die sagen so, ihr habt ein Problem, im Umfeld Server-Side GTM, ihr habt ein bestimmtes Request-Format, irgendetwas. Es gibt jemanden, der kann euch das coden, ganz bestimmt. Und als nächstes dann dieses Google Analytics 4 als eingehender Datenstrom. Ist das wirklich ideal? Ja, das ist immer noch Google Analytics 4, es ist immer noch GTEC.js, es ist immer noch 170 Kilobyte, es ist immer noch, vielleicht wird es geblockt und so. Also, da gibt es tatsächlich immer noch offene Fragen, die man dann beantworten muss. Ne? Was ist, wenn ich keinen Consent habe? Haben wir eben gesehen, wir hatten ja so einen Hit, da war offensichtlich kein Consent da. Kann ich den verarbeiten? Darf ich das? Wo schicke ich es hin? Auch an Google Analytics? Da sehe ich ja nichts, aber muss ich ja, ne? Damit ich meine modellierten Conversions hinten raus für Google Ads bekomme und so. Also auch da, das sind Sachen, die solltet ihr euch einfach vorher überlegen. Und damit ihr wisst, dass es auch anders geht, es gibt Alternativen. Ihr könnt einfach GTEC nehmen, ihr könnt GTEC auch mit ein bisschen Umwegen auch vom eigenen Server ausliefern, dass es nicht unbedingt geblockt wird. Und dann sagt ihr einfach, ey, dann lebe ich damit. Ich kann auch ohne den Server-Side Google Tag Manager mit eigenen HTTP gehärteten, meinetwegen HTTP-Only-Cookies arbeiten und die Identität in die Hand nehmen, selbst verwalten, vor Google verbergen. Das geht alles ohne. Plausible ist so ein Ding, das habe ich ausprobiert. Plausible ist auch ein super, super kleines Tracking-Skript im Browser selber. Wird selten geblockt. Sagt man einfach, nehme ich das, erfinde ich kein eigenes, nehme ich das von Plausible. Kommt ein schönes Format raus, nimmt man an, baut es um, schickt es an Google Analytics. Geht. Matomo natürlich. Matomo hat auch ein schönes, tolles, eigenes Format zum Datensammeln. Matomo wird normalerweise immer von einem First-Party-Server ausgeliefert, auch das Tracking-Skript. Das ist das Schöne. Ne? Wenn ihr eure eigene Matomo-Instanz installiert oder Matomo über Plugins in WordPress installiert, dann habt ihr eben auf eurem Server etwas, wo Daten hingesendet werden. Und ihr habt auf eurem Server etwas, wo das Tracking-Skript von geladen wird. Damit kann man sehr vielen Problemen schon aus dem Weg gehen. Die typischen CDP-Segment und so weiter haben oft auch irgendwie eine eigene Datensammlung, die man verwenden kann. Es gibt Snowplow und so weiter. Das ist dann für die Leute, die dann so eine BI-Abteilung haben, die nehmen dann das. Oder ich nehme Eigengewächs, habe ich ja eben schon gezeigt. Ne? Es ist relativ wenig Code, was man eigentlich braucht, um die wesentlichen Daten im Browser zu sammeln fürs Tracking. Ich kann aber auch die 170 Kilobyte GTEC nehmen, wenn ich möchte. Was ich geiler finde, findet's raus. Bei den Endpunkten halt auch, da gibt es auch Alternativen. Ich kann mir auf jeder beliebigen Cloud-Infrastruktur mit ein paar Cloud-Services einen eigenen Tracking-Endpunkt bauen. Das ist erstmal nicht so schwierig. Beim Tracking hinten raus aus den Daten einen Sinn ergeben, eine Datenbank zu bauen, das zu sessionizen, all das, was diese ganzen Tools nachher für mich machen, das ist das Schwierige. Daten sammeln und irgendwo hinschicken ist Pille-Palle. Ja? Könnt ihr einem guten Entwickler, ist das ein Nachmittagsthema. Dann habt ihr einen eigenen Endpunkt und gebt die Daten weiter. CDP hatte ich schon gesagt, Snowplow habe ich auch gesagt. Ein paar Zeilen auf dem eigenen Server tun es oft auch. Wenn ihr nicht so super viel Last habt, es muss ja nicht der Server sein, auf dem euer Shop läuft. Das möchtet ihr nicht. Wenn ihr einen Shop habt und macht euren Tracking-Endpunkt auf den gleichen Server, dann geh mal davon aus, dass du einfach die Last, die dein Server hat, ver3,5-fachst ungefähr. Ne? Weil jeder Seitenaufruf und dann kommen noch mal ein paar Events hinterher und tralala. Und alles wird irgendwie plötzlich mehr und alles muss der gleiche Server abfackeln. Finde ich ein bisschen ungeschickt. Aber
sich einen günstigen zweiten Server zu schießen, da einen Endpunkt drauf zu errichten und dann hier so ein bisschen raussenden, ob nur JSON, ob nur Post oder GET oder sowas, ist eigentlich wurscht, das geht immer mit ein paar Zeilen. Man muss halt nur wissen, was man da raussenden will, ne? Dann kommen ein paar Zeilen dazu. Aber ich sag mal, mit 1000 Zeilen kann ich serverseitig Google Analytics und Facebook anbinden. Nicht schwierig. Es gibt fertige Lösungen. Es gibt das unaussprechliche Tlixio von Wolfram Bartke. Das hieß mal Tag Manager Server, bevor Google mit diesem serverseitigen Google Tag Manager daherkam. Und dann hat er sich gedacht, na, den Namen kannst du nicht mehr behalten. Brauchst einen eigenen Namen. Mit Tlixio muss man sich keine Gedanken machen, dass das irgendjemand nochmal... Ne? So. Aber ich finde den Namen nicht so cool, aber das Produkt ist eigentlich ganz geil. Also guckt euch das an, wenn ihr irgendwie Bedarf habt. Bis zu einem gewissen Umfang. Der ist auch nicht gierig. Sagt er, ja, mach das, nimm das einfach. Kostet nichts oder so. Ne? Also der ist da nicht so pingelig. Dann gibt es das Gentis aus dem fernen Österreich. Ich habe schon an 3 Webinaren teilgenommen. Ich habe mich mit den Leuten unterhalten. Ich habe immer noch keine Ahnung, was die Scheiße kostet. Weil ich eben kein Kunde bin. So, wenn ihr aber Kunde werden wollt, werdet ihr bestimmt auch rausfinden, was es kostet. Ich denke, es wird günstiger sein und reicht vielleicht, um eure Needs abzudecken und dann müsst ihr euch mit diesen ganzen anderen Graffel vielleicht nicht unbedingt rumschlagen. Wenn es nur um Google Analytics geht, habe ich auch so quasi Open Source ein paar Zeilen Code, die ihr nutzen könnt und es gibt auch ein paar andere Leute, die nehmen dann 39 € für, warum auch immer, keine Ahnung. Also fragt mich einfach, wenn ihr sowas haben möchtet und was selber aufsetzen wollt. Es gibt dann so einen Basiscode, auf dem könnt ihr dann euer Tracking selber aufbauen, wenn ihr möchtet. Mit White Hat Fingerprinting. So. Eine der Alternativen, vor denen wollte ich noch kurz gewarnt haben, dann sind wir tatsächlich durch. Und das ist dieses Thema, wir machen dieses Server-to-Server ganz einfach direkt über Plugins. Ne? Geht ihr bei Facebook, beim Facebook Event Manager und geht da auf Partnerintegration, dann sieht man zum Beispiel das hier. Haha, WooCommerce, wie geil. Mein Shop ist ja zufällig auch WooCommerce, dann nehme ich das doch einfach. Dann installiere ich mir ein Plugin und dann habe ich plötzlich irgendwie Server-Side-Tracking. Ja, aber. Ihr habt dann Server-Side-Tracking und habt überhaupt keine Ahnung, was da passiert. Keine Kontrolle. Ihr könnt das Ding ja auch installieren und durchmessen. Ne? Morgen kommt ein Update, wer weiß, ob das immer noch das gleiche macht wie gestern und vorgestern. Also Kontrolle ist es nicht. Es ist nur Server-Side-Tracking. Und in der Regel ist es datenschutztechnisch auch hochgradig fragwürdig. Ich finde es zum Beispiel nicht okay, einfach jeden Besucher, ob ich ihn gefragt habe oder nicht, scheißegal, zu nehmen und dessen Daten, sobald ich sie habe, und zwar einschließlich User Agent und ungekürzter IP-Adresse, an Facebook zu senden. Nochmal, das ist Standardimplementierung von Facebook, sie hätten es gerne. Und das sind Dinge, da muss ich selber mir wirklich, ich kann nicht einfach sagen, ich baue das ein und ich habe es nicht besser gewusst. Das ist so dieses Unwissenheit schützt vor Strafe nicht Prinzip. Ich finde, das ist nicht okay. Also wenn ihr sowas aktiviert, müsst ihr euch darüber Gedanken machen, was passiert denn da überhaupt? Und wenn ihr das nicht wollt, dann versucht es lieber vielleicht, indem ihr selber diesen eigenen Endpunkt dazwischen setzt und die Kontrolle selber übernehmt. Das wäre mein Plädoyer. Also auf der anderen Seite zu diesen Blackbox-Dingern gibt es ja auch sowas hier. Ihr könnt euch einen individuellen Client bauen und hier habe ich einen, das ist... wirklich rein experimentell, fragt mich nicht nach dem. Ihr könnt den auch produktiv nicht einsetzen, ohne dass ich mit euren Anwälten geredet habe. Aber da geht es darum, dass wir vielleicht einfach hingehen und sagen, wir haben Google Analytics Universal, Google Analytics 4 im Consent Mode. Das heißt, wir kriegen ja eigentlich 100% aller Informationen mit. Es geht ja immer ein Hit raus, das ist ja der Punkt. Und habe ich einen eigenen Server dazwischen, kriege ich ja jeden dieser Hits. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn ich einen Hit kriege und es ist kein Consent da? Natürlich sollte ich den so, wie er ist, an Google Analytics 4 senden, wenn es um Google Analytics 4 geht, damit die da für ihr Conversion-Modellieren möglichst viele Daten bekommen. Ob der Consent-Mode an sich etwas ist, was ein vernünftiger und technisch denkender Datenschützer durch den Hals kriegen sollte, ist eine ganz andere Geschichte. Er ist aber so quasi Standard geworden und bei vielen Leuten akzeptiert. Und Datenschutz ist auch oft irgendwie der Weg des geringsten Widerstandes. Wenn ihr also sagt, ich habe einen GA4 eingehenden Datenstrom und da kommt jetzt was ohne Consent daher, dann kann ich mir überlegen, ob ich diesen anderen Kram vielleicht nicht trotzdem verarbeiten will. Will ich ihn in Google Analytics 4 zum Beispiel sehen, müsste ich ja diesen Consent-Parameter einfach überschreiben und sagen, das ist ein Hit, der ist so gut wie einer mit Consent. Damit ich aber nicht in die Hölle komme, muss ich die IP-Adresse rausnehmen, den User-Agent muss ich rausnehmen, ich muss sowas wie eine Transaktions-ID irgendwie durch eine Zufallszahl ersetzen, weil sonst einfach viel zu viele Informationen da drin sind, die ja wieder personenbezogen oder personenbeziehbar sind. Und ich habe ja vorher nach Consent gefragt und der hat Nein gesagt. Wenn ich das jetzt nicht mache, das hier, wenn ich diese ganzen Haken alle wegnehme, bin ich zweifelsfrei ein Arschloch. Ja? Kann es aber tun. Das heißt,
das soll so als letztes Wort der Warnung, ihr könnt damit Gutes und Schlechtes tun. Der Punkt ist, ihr könnt es überhaupt tun. In der Regel ist Tracking einfach Browser to Vendor und ihr habt keine Ahnung, was da passiert. Server-Side-Tagging bedeutet Kontrolle. Und das ist das Wichtigste, glaube ich, was man mitnehmen sollte. Ihr könnt Kontrolle übernehmen, ihr habt die Verantwortung, das auch zu tun. Und ihr habt die Möglichkeit, sehr, sehr granular zu steuern, welcher Dienst welche Informationen bekommt. In einer Zeit, in der heute wirklich jeder, aber wirklich jeder ankommt, da kommen Arwin daher, da kommt Klaviyo daher, da kommt der und der, und die sagen, wir haben jetzt alle irgendwie was für Server-Side, bau das bitte ein. Das ist keine IT-Frage. Das ist eine IT-Aufgabe. Das sind Tickets, die immer in die IT gehen. Und die müssen eigentlich vorher immer erstmal zum Management oder zum Datenschützer oder zum Anwalt oder sonst was. Vergesst das bitte nicht. Das hier ist ein interdisziplinäres Thema. Immer, wenn Server-Side-Tracking, Server-Side-Tagging im Spiel ist, ist das kein IT-Thema. Ihr müsst IT, Legal, Datenschutz, alle Leute und vor allen Dingen am Ende des Tages den Unternehmer, weil der muss seinen Arsch dafür hinhalten, die müsst ihr an einen Tisch bringen und die müssen alle auf einen Wissensstand, einen minimalen Wissensstand, um zu wissen, worüber da gerade entschieden wird. Und das ist das Komplexe an diesem Thema. Ich mache eine ganze Menge Implementierung in dem Bereich. Ich würde sagen, 50% meiner Arbeit besteht aus Blabla und 50% aus TPTP. Und dieses Blabla ist super wichtig. Sonst kommt bei dem TPTP nämlich was raus, wo der Unternehmer sich was ganz anderes gedacht hat, als das, was ich nachher umgesetzt habe. Und das darf nicht passieren. Damit gebe ich euch noch mein Cheat-Sheet zum GTM-Server. Das heißt also nochmal ganz kurz, einfach so als Wrap-up, was ist es, wofür ist es gut, was bringt es, wenn man es jemandem zeigen oder überzeugen will, das ist der, ich weiß, es ist kein Elevator-Pitch oder es müssen halt 18 Stockwerke sein. Aber ihr habt so ganz kurz mal auf einen Blick, worum geht es eigentlich bei dem Thema, so als kurzer Reminder. Und damit machen wir es wie Will Disley, ich schmeiß das Ding nicht weg, weil es mein eigenes ist, sind wir tatsächlich durch. Gibt es noch Fragen dazu, hätten wir jetzt noch Zeit, aber ihr könnt auch zum Essen gehen, fände ich viel cooler. Und dann reden wir einfach danach, wenn alle satt sind, im 1:1 über das Thema. Hinweisen noch auf Slideshare. Da wird es, wie gesagt, spätestens ab morgen, irgendwie muss es ja hier Internet zu geben, kriegen sein, werde ich diese Slides hochladen. Es gibt auf meinem YouTube-Kanal immer noch so ein paar Sachen dazu. Der ist in letzter Zeit aus privaten Gründen was eingeschlafen. Da wird es aber weitergehen. Fokusthema ist da meistens irgendwie Server-Side-Tracking, weil das ist, was ich im Moment am meisten mache. Und wir haben natürlich noch den Podcast Beyond Page Views. Und wer da noch nicht reingehört hat, macht das bitte ab heute. Wir brauchen Bewertungen. Mein Co-Moderator hat sich vorgenommen, bis Jahresende aus diesen 44, jetzt sind es glaube ich 49 oder 48 Bewertungen, der will da irgendwie 100 draus machen. Ich weiß nicht, wie das klappen soll, wenn ihr mir nicht helft. Und das war's für heute. Danke. Haben wir noch unmittelbare Fragen? Weil ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Essen ist wahrscheinlich noch gar nicht aufgetischt, also stresst euch nicht. Mhm. Kann ich von hier aus sehen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Nee, das ist völlig Blackbox. Das ist so Blackbox wie die Tags. Ne? Du hast ja die Community Gallery, du kannst selber einen Tag schreiben, da kann jeder reingucken, was du tust. Es gibt die vorgefertigten Tags, da kann keine Sau reingucken und man weiß nicht, was sie tun. So ist es. Also aus meiner Erfahrung schon. Da wird, also ob da irgendein lesbarer oder kompilierter Code irgendwie da, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja. Gute Frage eigentlich, müssen wir mal, weiß der Markus Stade das? Ja, genau, so geht es mir auch. Aber es ist trotzdem eine interessante Frage. Müsst ihr mal gucken. Wenn man, ja. Die zusätzliche Kontrolle? Nee, die Frage ist ja nicht unberechtigt. Was wir uns nicht angeschaut haben, sind Trigger. Ja? Kontrolle kommt vom Triggern. Ich kann beim Trigger sagen, habe ich Consent, habe ich keinen Consent? Kommt es von diesem, kommt es von jenem Client? Welches Request-Format war es? Und ich kann die Lage ja über Trigger so abbilden, dass ich sage, das geht daraus, das geht daraus, das geht daraus. Ich kann Tags auch zwei einbinden. Ne? Ich kann zweimal in Google Analytics 4 Tag machen und das eine Tag feuert zum Beispiel dahin, wenn ich Consent habe und das andere feuert dahin, wenn ich keinen Consent habe oder so. Das ist die Kontrolle, die ich dann habe. Ich muss die halt nur übernehmen. Ne? So Standard-Setup ist der Server-Side Google Tag Manager wahrscheinlich genauso wie der Client-Side Google Tag Manager. Da hast du zwei Trigger, zwei Tags und dann feuert das Ding.
So, und eigentlich hätte man sich den ganzen Mist sparen können. Und wenn du so ein Setup serverseitig hast, dann ist es einfach ganz viel Geld ausgegeben für verschenktes Potenzial. Ne? Weil wenn ich die Sachen einfach nur durchreiche, na gut, also von Haus aus macht es ja was für mich. Ich habe plötzlich einen eigenen Endpunkt, das ist ein bisschen besser gegen Tracking-Schutz. Von dem kann ich auch meine eigenen Skripte ausliefern, das ist ein bisschen besser gegen Tracking-Schutz. Ich kann, und das wird per Default so gemacht, mit serverseitigen Cookies arbeiten. Das heißt, es gibt plötzlich diese FP-ID statt des GA-Cookies. Da kann ich auch Werte migrieren. Das wird per Standard gemacht. Das heißt, dieser ITP-Kram in Safari und so weiter, das wird alles ein bisschen besser. Aber dafür gebe ich doch keine dreistelligen Summen im Monat aus, für ein bisschen besser. Ja, also das muss sich dann schon lohnen. Sonst mache ich diesen Kram, wie gesagt, lieber mit ein paar Zeilen PHP auf dem eigenen Server, bezahle da gar nichts für, ist genauso performant, antwortet wahrscheinlich schneller und kann problemlos, je nach Server, ich meine, 1000 Hits pro Sekunde klingt jetzt furchtbar viel, ne? Für die meisten Server ist es hier, war da was? Ja? So, und wenn ich dann überlege, dass ich nur eine zweistellige Anzahl von Tracking-Hits verarbeiten kann pro Sekunde, dann ja, viel Overhead. Ja. Ja, es sei denn, du machst es so, wie die Vendoren es gerne möchten, dass du es serverseitig implementierst. Die brauchen natürlich, Identität ist hier der Kasus Knactus. Ne? Wenn ich im Client nichts habe, wo ich meinen Cookie setzen kann, wie soll ich den erkennen? Ich könnte natürlich eine Identität nehmen und sage, hey, der Hit von dem hier, der kommt von dem gleichen Typ wie der Hit, den ich dir gerade gesendet habe. Das nutzt nur dem Third-Party-Dienst normalerweise nichts, weil die müssen mich ja wiedererkennen, wenn ich unterwegs bin. Und da haben die sich super Gedanken drüber gemacht und dann haben die das Licht gedämmt und haben Cognac getrunken. Und dann haben die sich gedacht, ey, wir haben doch E-Mail-Adressen, das machen wir. Das heißt also, es gibt einen Teil der Dienste, die sagen einfach, kackenfrech, schick mir doch die E-Mail-Adresse. Die anderen sind nicht ganz so kackenfrech und sagen, schick mir die gehashte E-Mail-Adresse, ist die gleiche Scheiße. Ne? So, vergleichen die halt mit der Datenbank. Also die einen lesen alle E-Mail-Adressen, die anderen können es nur mit ihrer Datenbank abgleichen, kommt aber das Gleiche raus. Und dann gibt es eben welche, die sagen, schick mir nicht nur die E-Mail-Adresse und die gehashte E-Mail-Adresse, schick mir bitte auch die Schuhgröße und alles, was du sonst noch so hast und vor allen Dingen IP-Adresse und User-Agent. Und da fängt die Problemlage an. Ne? Ich würde nicht einfach guten Gewissens eine ungekürzte IP-Adresse einfach an jeden Tracking-Dienst senden wollen. Andere schon. Ne? Aber nee, genau das ist das wichtigste Problem. Ne? Also man kann jede Menge Tracking-Hits irgendwie ummodeln, umbauen, aber wenn der auf der anderen Seite ist, der Empfänger, darauf angewiesen ist, jemanden, der mit dem Browser irgendwo unterwegs ist, auch wiederzuerkennen, wenn er da in den Client geladen wird mit irgendwas oder wenn es da eine Werbefläche gibt und da soll Remarketing stattfinden und so, dann, ja, muss der irgendwie in der Lage sein und dann muss irgendwas Clientseitiges ausgelesen werden können. Und das ist größtenteils das Problem, weil E-Privacy sagt, du darfst da ja nichts speichern ohne Consent und ne. So, aber ich meine, die DSGVO sagt doch ganz klar, du kannst nicht einfach an irgendjemanden E-Mail-Adress-Hashes schicken, ohne dass du vorher gefragt hast. Also das eine Problem gegen das andere auszutauschen, halte ich nicht für die Lösung. Deswegen, und mal davon abgesehen, wenn ich auf einer Website bin, ich werde gefragt, willst du getrackt werden? Ich sage nee. Und danach sehe ich von dem Laden Remarketing-Anzeigen, wenn ich bei gutefrage.net gelandet bin oder so. Könnte das auch nach hinten losgehen. Also nicht nur, dass ich dann sage, ich mache jetzt hier einen riesen Fass auf und so weiter. Ich habe einfach keinen Bock mehr auf den Laden, weil ich das shady finde. Und viele Leute finden das dann auch komisch. Für die meisten ist Remarketing eh schon ein Wunder. Oh, woher wissen die, dass ich das Produkt gesehen habe? Aber wenn das jetzt jemand ist, der vorher noch Nein gesagt hat und dann gucken mich trotzdem die Produkte wieder an, da würde ich nicht kaufen. Da hätte ich Angst, dass die morgen bei mir im Wohnzimmer stehen und anfangen, das Produkt abzugraden oder so. Ja? So Leuten würde ich nicht trauen. Gut, jetzt? Hunger? Essen? Dann nochmal danke und super Tag noch auf der Campix.